Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Auch unser Predigttext aus dem Lukas-Evangelium befasst sich mit den letzten Stunden Jesu, wie schon zuvor unser Evangelium von heute. Aber zunächst ohne frohe Botschaft, sondern um totales Versagen. Die Verleugnung des Petrus, Jesus zu kennen. Ich lese uns den Text, der direkt auf Jesu Gefangennahme folgt. Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in einiger Entfernung. In der Mitte des Hofes brannte ein Feuer, um das sich einige Leute versammelt hatten. Petrus setzte sich mitten unter sie. Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich kenne ihn gar nicht, Frau. Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte, du gehörst auch zu denen. Aber Petrus erwiderte, Mensch, ich doch nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer, ganz bestimmt gehört er zu denen. Er kommt doch auch aus Galiläa, seine Sprache verrät ihn. Aber Petrus stritt es wieder ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Im selben Moment, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. Dieses Geschehen ist so dramatisch und wichtig, dass es in allen vier Evangelien steht, wie auch der Verrat des Judas. Bei beiden Jüngern, Petrus und Judas, hatte Jesus schon zuvor angekündigt, was passiert. Verrat des Judas, Verleugnung des Petrus. Aber mit welchen Konsequenzen? Alle 12 Jünger waren seit 3 Jahren mit Jesus unterwegs, hatten seine Botschaft gehört, seine Wunder erlebt, seine Führung und Bewahrung. Und alle wünschten sich Jesus als den Messias, der von den Propheten angekündigt jetzt das ewige Friedensreich in Israel aufrichten wird. Keine Vorherrschaft der Römer mehr, keine mächtigen Feinde ringsumher, ewiger Frieden. Und dann der für sie triumphale Einzug Jesu in Jerusalem 4 Tage zuvor. Mit begeisterten Menschen angerührt vom letzten Wunder Jesu, der Auferweckung des Lazarus von den Toten. Und dann nichts dergleichen, was sie erwarteten. Sie wären zum Sterben für Jesus bereit, wie es Petrus vollmundig verkündete. Judas entschied sich, nicht zu warten, sondern eigenmächtig zu handeln. Und geriet somit, wie es Jesus sagte, in die Macht der Finsternis. Er verriet Jesu Aufenthaltsort. Vielleicht aus Geld und Machtgier,
vielleicht auch, um Jesus zum erwünschten Handeln zu provozieren. Und Petrus? Was waren seine Motive, als er Jesus bis in den Hof des Hohenpriesters folgte? Er liebte Jesus und wollte ihn nicht verlassen. Er hatte keinen Plan wie Judas. Er folgte einfach seinem Meister. Er hatte ja auch zuvor im Jüngerkreis groß angekündigt, Jesus nicht zu verlassen. Meinen Jesus lasse ich nicht, kann man leicht sagen oder singen, wenn es keine Bedrohung gibt. Die Anfechtung bei Petrus war keine mit Waffen. Sie war viel normaler. Petrus wollte inkognito bleiben, unerkannt, um das Geschehen um Jesus herum weiter zu verfolgen. Und dann die Enttarnung durch Leute am Feuer. Die Rechnung ging nicht auf, Jesus getarnt zu folgen. Er bekam Angst, sah sich zu Notlügen gezwungen, nicht nur einmal. Bei Jesus bleiben, aber anonym, das geht schief. Und Petrus wird das erst klar, als der Hahn kräht. Das Leugnen, Lügen ging über Stunden. Machen wir uns einmal die zeitliche Dimension klar. Am Donnerstagabend hielt Jesus mit seinen Jüngern das Passafest und die Abschiedsreden. Er wurde danach im Garten Gethsemane verraten und am selben Abend gefangen genommen und in das Haus des hohen Priesters geführt. Als dann der Hahn krähte, war es schon Freitag früh. Karfreitag, der Tag, an dem Jesus starb. Petrus war also die Nacht über bis zum frühen Morgen bei Jesus, in Sichtweite. Warum wird diese Begebenheit in allen vier Evangelien so ausführlich geschildert? Warum ist es dem Verfasser des Evangeliums so wichtig, dieses zutiefst menschliche, dieses Versagen, dieses vom Adler zum Suppenhuhn mitzuteilen? Zum einen könnten die griechisch Gebildeten erkennen, dass Petrus vom Temperament her ein typischer Sanguiniker ist, himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Auch heute teilen wir uns Menschen manchmal in eine von diesen vier Kategorien ein, wie auch Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker. Wenn wir die weitere Geschichte von Petrus betrachten, so wird deutlich, dass Jesus, dass Gott Petrus nicht fallen lässt. Petrus wird sogar einer der führenden in der entstehenden Gemeinde. Was heißt das für uns? Gott lässt auch uns nicht fallen, unter keinen Umständen. Das galt nicht nur für Petrus, sondern auch für Judas. Denn Gott hatte nicht Hand an den Verräter gelegt. Judas selbst hatte Hand an sich gelegt. Noch einmal, Gott lässt uns nicht fallen. Punkt. Unter keinen Umständen. Davon zeugt auch Jesaja. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir fallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und mit dir ist das Volk Gottes gemeint und wir
zählen uns als Nachfolger Jesu auch dazu. Wie tröstlich. Und noch etwas. Wir können aus der Verleugnung des Petrus lernen, dass Selbstherrlichkeit nicht angebracht ist. Denn zu sagen, und wenn dich alle verlassen, ich nicht, war eine totale Selbstüberschätzung. Selbstherrlichkeit ist ein Problem für uns Erwachsene. Sie trennt uns von Gott. Wir trennen uns damit von Gott und seinem guten Geist, der uns in jeder Situation das Nötige klar machen will. Deshalb sagt Jesus ganz einfach, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Also, was brauchen wir, um uns nicht wie Petrus in verzweifelte Lagen zu bringen? Hören auf seinen Geist, der seit Pfingsten jedem von uns Nachfolgern Jesu bereitsteht. Nicht nur bei großen Entscheidungen, sondern immer. Wir müssen nur hinhören, auf sein Wort hören und beten. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet, wie es Jesus seinen Jüngern im Garten Gethsemane verkündete. Und noch ein viertes wird in dieser Geschichte von der Verleugnung des Petrus deutlich. Jesus nachfolgen, okay, aber nicht inkognito, nicht anonym. Das gilt auch für uns. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.